Hey Leute, Kurotaki wieder am Start. Ich habe euch ja gesagt, dass ich weiterhin für den Ultra Vegetto Blue pullen werde, weil er ist gerade die unangefochtene Nummer 1. Da kann man sagen, was man will. Er ist gerade wirklich extrem broken, dieser Charakter. Und es ist halt der letzte Charakter, den wir während dem Anniversary bekommen. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich auch weiterhin für den pullen werde. Aber nicht jedes Mal, wenn ich 1000 CC habe, pulle ich für den. Sondern Minimum eine gesamte Rotation muss am Start sein. Und das hatte ich jetzt geschafft, weil wir haben ja 1000 CC für Top Grossing in Japan bekommen. Dann habe ich den Raid gespielt und dann habe ich dieses Event hier gespielt. Das könnt ihr hier sehen. Ging mit Ultra Vegetto Blue ehrlich extrem schnell. Und zwar diese 35 Stages hier. Also für die Leute, die Ultra Vegetto Blue haben, die werden eh absolut kein Problem damit haben. Für die Leute, die ihn nicht haben, werden es so oder so auch schaffen, nur es wird ein bisschen länger dauern. Und somit hatte ich halt dann genau 3000 CC zusammen und habe da eine gesamte Rotation gemacht. Das Problem ist, ich konnte die Summons eben nicht hier machen. Hier, wo ich mein ganzes Setup dafür habe. Und ja, deshalb konnte ich einfach nicht länger warten. Ich hatte 3000 CC, dachte ich mir, ich will jetzt diese Rotation starten. Und ich wusste, dass ich erst am Abend daheim bin. Und ich wollte das Ganze jetzt nicht so stressen. Deshalb habe ich es einfach ganz gemütlich alleine gemacht. Ich habe dann einfach auf meinem Handy logischerweise eine Bildschirmaufnahme gemacht. Deshalb, wenn wir jetzt die Bildschirmaufnahme sehen, somit gibt es keine Live-Reaction dazu, weil ja, wir haben nur die Bildschirmaufnahme. Das war's. Also Leute, dann viel Spaß mit den Summons. Es war eh nur eine einzige Rotation. Somit wird das Ganze jetzt eh nicht so lange gehen. Wir sehen uns gleich wieder. おめえはオラに勝てねえ。こんなに。受け手見ろ。なんと。どうする。やり切れ。お前。貴様の。わ。負けるわ。 排除してやる。俺はここもよ。やるぞ。よっしゃ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるぜ、俺たち人間の力をな。 何をしているカカロット。サンキューベジータ。はい、おめ。最高。手間か。ファイト。 オラから行くぞ。おめえはオラに勝てねえ。はっ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 
Und dann wären wir hier jetzt am Ende angekommen. Und ihr habt gesehen, direkt Step 1 kam Trunks. Ich hatte die ersten zwei Male, wo ich den Ultra Vegeta Blue bekommen habe, keine Trunks oder Bardock Animation. Jetzt direkt Step 1, Trunks kam. Das war schon ziemlich nice. Aber bei den restlichen Steps habe ich leider nichts Besonderes bekommen. Ich werde mich jetzt aber nicht beschweren, für eine einzige Rotation direkt einen Ultra Vegeta Blue zu bekommen. Ich sehe schon komplett krank genug. Deshalb bin ich nur froh, dass ich ihn wiederbekommen habe. Die nächste Rotation wird höchstwahrscheinlich nächste Woche Mittwoch stattfinden, weil wir bekommen hier einmal jetzt die 500 CC, weil der Streamer über 100.000 Views erreicht hat. Dann läuft ja jetzt gerade ab heute LBR-Modus, da gibt es auch wieder 300 CC. Und allgemein mit den CC-Bots, die gerade so laufen, glaube ich, sollte sich perfekt ausgehen, dass ich nächste Woche Mittwoch dann wieder 3000 CC habe. Dort kommen dann die nächsten Summons. Falls ihr für Vegeta Blue noch pullt, viel Erfolg dabei. Von meiner Seite aus wäre es gewesen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream oder im nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!